Auf geht's, Leute, lasst uns die Tabellenführung holen. Zwar mit dieser 11. Wir stellen allerdings mal, eben weil ich die Mannschaft so ein bisschen kenne, Perin ins Tor. Perin oder wie auch immer man ihn ausspricht. So, Bernat lassen wir mal spielen. Stattdessen kommt jetzt allerdings hier mal Bonucci von Anfang an rein. Und Pjanic, ja, von mir aus. Pjanic soll gern drin bleiben. Matuidi stellen wir mal nur auf die Bank für Podolski. Cuadrado kommt dafür rein. Und Demiral. Wir lassen mal Demiral spielen für Delikt. Und ja. Da Costa sollten wir übrigens auch mal reinnehmen. Dieses Mal von Anfang an für Alexandro. Das passt sogar relativ gut. Dann kommt ein bisschen Abwechslung rein in den Kader. Und Bentancur eventuell auf die Bank. Hoffen wir mal, das passt soweit. In a very short time. Ja gut, was kann man hier erwarten? Nicht sonderlich viel, würde ich sagen. Ich hoffe, dass Perrin soweit alles gut macht im Tor. Na komm. Oh Mensch. Wir dürfen es allerdings trotzdem nicht unterschätzen, auch wenn ich das jetzt vielleicht im ersten Moment tue. Das Problem ist auch, der Boden ist ziemlich eisig. War der Ball schon im Aus? Ne, nicht vollumfänglich. Bestes Team in der Abwehr, nur 16 Gegentore bei 21 absolvierten Spielen. Das ist ein Wert, der kann sich sehen lassen. Ich glaube, auch in der Offensive sind wir eines der besten Teams, wenn nicht sogar das Beste. Also der war für den Torwart leicht zu halten. Also in dem Falle würde mir auch nur wieder mal nur ein 1-0 genügen. Ich weiß, ich bin nicht so der große Fan des Spektakels. Einfach weil ich mir lieber wünsche, dass anstatt 8 Tore in einem Spiel zu schießen, dass wir in allen Toren konsequent treffen. Und wir kriegen einen Freistoß. Das kann Ronaldo eigentlich normalerweise. Aber wie gesagt, ich bin halt so furchtbar, was das Ganze angeht mit solchen Freistößen. Jawohl, wir gehen in Führung durch wen wohl? Ronaldo. Sehr gut soweit. Also, machen wir ja gleich mal wieder die Verhältnisse klar. Das war mal eine Sache, die aufgegangen ist. Das freut mich eigentlich ziemlich, weil normalerweise wird sowas immer abgewehrt von anderen Mannschaften. Ja, Ronaldo bietet sich an. Da kommt Pjanic. Ah, der wird abgewehrt. Dadurch wird Bernats 4. oder 5. Saisontor verhindert. Der, glaube ich, auch gegen La Spezia damals getroffen hat im Hinspiel. Das nicht zum selben Zeitpunkt stattfand wie das Rückspiel. Oder. Ja, also an anderer Stelle gesetzt. Jetzt, das war jetzt nicht der
Der dritte oder vierte Spieltag. Ist ein bisschen selb. Oh, da treffen die tatsächlich. Ah, Mann. Ich muss eben wieder was Neues einfallen lassen. Wie gesagt, wenn Empoli patzt, dann sollte man das nutzen. Da experimentiere ich einmal mit Perin, aber gut, es ist ja manchmal echt so, wie es halt ist, dass man nun mal das 1-1 kassieren. Hatten wir zu Beginn der Saison oft genug, weshalb wir jetzt nicht schon früher an der Tabellenspitze stehen. Dann noch diese drei Niederlagen, die relativ peinlich waren, bis auf Empoli. Aber gegen Empoli zu verlieren, ja, das ist. Ja gut, wenn man gegen Neapel und Bologna gewinnt, ja, dann ist das schon peinlich. Mittlerweile lassen wir das ziemlich treiben. Nein! Um Gottes Willen nicht. Also geht das Ganze in Pause. In die Pause. Es muss ein bisschen mehr kommen. Das war ganz gut soweit hier. Ja, Demiral ist mal wieder abgeschwächt ohne Ende. Wenn ich den richtig ausspreche, was mir höchstwahrscheinlich mal wieder nicht gelungen ist. Oder war tatsächlich zuletzt am Ball? Auf geht's, Mandzukic! 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 Das ist doch mal ein Start nach Maß, nicht wahr, Leute? In diese zweite Halbzeit, Mandzukic, das ist das wievielte Tor für ihn? 12 Tore. So, schicken wir wieder jemanden auf die Reise. Dybala. Wie machen wir's? Lassen einfach mal direkt schießen. Damit er auch mal an sein Tor kommt. Ja, ich glaube, Messi braucht man nicht wirklich. Das ist mal wieder unheimlich, was wir hier machen. Mensch, der wäre fast wieder reingegangen, Leute. Ab, bitte. Schon schlimm genug, dass wir ein Tor gegen die kassiert haben. Ich habe schon gedacht, er geht direkt rein. Aber war noch abgefälscht, so wie es ausschaut. Vielleicht geht ja was vom Eckpunkt aus. In diesem Fall nicht. Ja, mit solchen Bällen könnt ihr die Welt nicht retten. Ich hoffe ja insofern, dass Empoli nur unentschieden spielt in ihrem nächsten Spiel. Weil dann würden wir zumindest von den Punkten her gleich sehen, ob es mit den Toren reicht. Wir haben ja wieder eins kassiert. Bin ich mir unsicher. Ich glaube, die können unmöglich so viele Tore geschossen haben wie wir. Ja, und was wir hier mal wieder für einen Käse fabrizieren, das ist unmöglich. Aber gut, es sind auch nicht die allerleichtesten Bedingungen, muss man dazu zugeben. So, mal schauen, wenn wir einwechseln. Demiral ist kurz vorm Umfallen. Das tut dem einfach nicht gut. Genauso wenig wie Da Costa.
Aber Bernat, lass mal weiterspielen, komm. Okay. Begebt euch bitte in Sicherheit. Okay, das ist jetzt relativ offen hier. Mandzukic! Aber der Torwart, der Held von diesem Team, hält alles. Fast alles, zumindest bis auf diese beiden Tore. Der Gut Johnson kommt rein. Auf geht's. Oh Mann! Vorsicht, Vorsicht! Zum Mittelfeld bewegen, Leute. Oh Mann, Ballverlust. Aber gut, Perin schlägt sich gut. Na, oh Gott sei Dank. So, und jetzt nix wie raus da. Es ist ein bisschen ein peinliches Ergebnis, muss ich zugeben. Gut, vielleicht können wir es jetzt noch erhöhen. Und Mandzukic ist kurz vorm Nervenzusammenbruch hier. Sehe ich gerade. Es gibt nochmal Ecke für uns und das gibt uns die Gelegenheit, nochmal einen Wechsel einzuleiten. Mandzukic geht raus und Higuain kommt rein. Können wir noch erhöhen? Nö, das ist aber auch gar nicht mehr nötig. Gewonnen haben wir das Ganze mit 2 zu 1. Knapp, knapp, knapp. Na, am 2-2 dran. Der Gegner war ja mal 2-2 dran, als wir am 3-1. So, dann mal schauen. Empoli hat nur unentschieden gespielt. Das ist sehr gut. Und wie sieht's aus mit unseren anderen? Perugia hat verloren. Und es heißt, mal schauen. Ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande. Ja, ich sag mal, uns hält niemand auf. So. Nein. Nein, weil's, hä? Wieso sind die immer noch vorne? Die haben 35, eine Sekunde mal. Oder wie, entscheidet da zuerst der direkte Vergleich? Kann das sein, dass da zuerst der direkte Vergleich entscheidet in Italien? Weil normalerweise haben wir doch jetzt eine Tordifferenz von 30 und die haben eine von 17. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Hängt wahrscheinlich mit dem direkten Vergleich zusammen letzten Endes. Und die hatten auch schon mehr Niederlagen als wir. Gut. Ja, das heißt quasi, wir können aus eigener Kraft nicht mehr Meister werden. Der will spielen. Er will doch nur spielen.
Ja, Perin wird zum Held gegen La Spezia, ja, das kann man so sagen. Und auch Perugia haben wir gut auf Abstand gehalten. Also es läuft alles so, wie ich es mir vorstelle. Ich freue mich auf die nächsten Spiele und beim nächsten Mal geht es weiter gegen Trapani. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Unschärfe und denkt daran, Freundschaft ist Magie.